So, Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Oh yeah. Wieder an meiner Seite ist. Servadorak, ich wollte eigentlich nicht mit meinem Namen anfangen, aber hey, was auch immer. Whatsoever. Ja, wir haben gerade eben nochmal die Schlacht nachgestellt von Kanbei, denn bei der letzten Aufnahme war die kaputt gegangen, weil das Ingame-Speichern nicht so funktioniert. Und jetzt kämpfen wir anscheinend schon wieder gegen Kanbei. Was sollen wir tun, Sonja? Du bist Sonja, du darfst Sonja sprechen. Nun, wie ist die aktuelle Gefechtslage, Vater? Was? Wie ist die Lage, Vater? Nun, Oh, Vater, das ist wieder so typisch für dich. Der Schlüssel zum Sieg liegt in der genauen Analyse der Situation. Entschuldigung, ich kann nicht reden. Was denkst du zu tun? Und das kleinste bisschen an Informationen? Informationen, nun ja. Hoffnungslos, einfach hoffnungslos. Dann werde ich dich an meinen Informationen teilhaben lassen, Vater. Hier stehen die Truppen des Gegners. Es scheint sich um keine sehr große Streitkraft zu handeln. Tatsächlich? Dann zermalme ich sie mit der schieren Übermacht meiner Truppen. Nun ja, das könntest du natürlich tun. Doch zunächst. Es ist entschieden. Dieses Mal wird Kanbei mit Ehrung überschüttet. Warte doch, Vater! Vergiss nicht, die Truppen dort zu platzieren, wo Stützpunkte stehen. Sollte der Gegner uns diese wegschnappen, bevor wir sie erreichen? Vater? Er ist weg. Oh, Vater, was willst du nur beweisen? Du klingst übrigens eher wie so eine, wie die Ehefrau von Kanbei als wie die Tochter. Ja, sie verhält sich auch so ein bisschen. Ja, gut. Ich werde in Voraussicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssen Plätze einnehmen und da ist mit Tami doch ganz gut gediehen. Nachdem Andy letztes Mal so ein Chaot war und Max es gerührt hat, ja, Max es geschafft hat, werden wir jetzt mal Tami das Kommando geben. Yay. Kann bei der Könner. Haben wir Tammy schon mal gesehen? Mission? Ja. Ich kann mich an letzte Aufnahme gar nicht erinnern. Hier gibt es nicht allzu viele Truppen, aber dann muss es einige Basen in der Gegend geben, richtig, Nell? Du darfst wieder Nell sprechen. Ja, du hast wie immer recht, Tammy. Dir entgeht nichts. Dir muss ich sicher nicht erklären, wie du vorgehen musst, nicht wahr? Nein, ich habe keinerlei Fragen. Bitte! Ich Danke. zähle auf dich, Tammy. Und auch auf dich, Fox. Oh, danke! Also, wenn das jetzt nur war, weil wir Tammy gewählt haben, dann. Oh je. Er will dich zermalmen. This map, wobei, wie gesagt, er hat keine Basen. Das ist schon mal gut. Für den Anfang. Allerdings ist Tammy jetzt auch nicht gerade für ihre Durchschlagskraft bekannt. Aber Tammy war doch die, die mehr einnehmen kann pro Zug, ne? Genau. Tammy nimmt mit vollem Hitpoints 15 pro Zug ein. Und Tammy ist im Fernkampf auf jeden Fall stärker als Max. Das ist ja nun nicht wirklich nicht schwer. Ja, aber ich mag Leute, die im Fernkampf stark sind. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan von Kit. Du willst die Gegner einfach nicht an dich rankommen lassen. Schon klar. Nö, wir blockieren erstmal ein bisschen. Das ist, wir streiken, wir machen nicht mit. Wir sind wie die Schweiz, wir machen nicht mit. Wir machen unser eigenes Ding, meinst du? Genau. Das ist wie bei der WM, da sagen sie auch, wir machen nicht mit. Ich überlege gerade, was ich mir gönne. Ich glaube, ich gönne mir eine Runde sparen. Gönn dir eine Flak, die wird dir viel helfen. Oder ich mach's nicht. Das Hey, zum du verlierst Beispiel deine fand ich erste Einheit. ziemlich gut, dass er das macht. Ich meine, ich hätte das, ist mir jetzt gerade eingefallen, ich hätte das cleverer anfangen können. That would be very hard for me. Das wird wirklich wehtun.
Ich habe mir schon gedacht, dass das eine Falle ist, weil der Raketenwerfer wirklich so offensichtlich da stand. Natürlich ist es eine Falle, das war mir ja klar. Ich glaube, ich habe falsch stationiert. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Dann solltest du jetzt diese Runde nicht sparen, sondern ein paar Einheiten einnehmen. Nee, Einheiten bauen ist klar, aber ich hätte wahrscheinlich schon welche gebraucht. Okay, wir bauen einen Jagdpanzer hier und einen Jagdpanzer hier. Einfach nur, um die Truppen aufzuhalten erstmal. Und hier bauen wir erstmal ein TTP. Weil nämlich... Der kommt mir viel zu nah, scheiße. Sagt man nicht. Du kannst ihn aber ausnocken. Den Jagdpanzer, ja, aber wenn er einmal kommt drin... Kommt der Kampfpanzer auch ran? Gerade der Kampfpanzer kommt ran. Ist ja freie Linie. Der kommt ran und der kommt, bis hierher. Naja, der eine kommt nicht über die Brücke, das ist in Ordnung. Oje. Ich sehe schon, wir müssen die Schlacht nochmal anfangen. Genau, das werden wir wirklich müssen. Gerade weil wir noch nicht Spezialgabe haben. Und tschüss, aber Kampfpanzer. Ich glaube, so wie die Lage hier steht, können wir doch mit Andy mehr anfangen. Weil hier gibt es zwar die motorisierten Einheiten. Hier gibt es zwar die grafische Übersicht noch nicht. Allerdings, und wir verlieren jetzt natürlich auch ehrenvoll und geben nicht auf. ja, auf jeden Fall. Ist es so, dass Tamis Einheiten generell alle etwas schwächer sind, bis auf die Fußeinheiten? Wenn mich nicht alles täuscht, sind die... Ja, Tamis also die infanterielastig. Genau, so, und Kanbei könnte jetzt Gabe einsetzen, was er nächste Runde machen wird. Vielleicht hättest du einfach Mech-Einheiten bauen sollen. Ja, zusammen mit der Gabe hätten die sogar weiterlaufen können. Ja. Hey, aber du hast die beiden Gebäude eingenommen. Das ist doch schon mal viel wert. Nein, das ist gar nichts wert. Oh ja, bitte. Fahr die TTP auf die Basis, dass sie die Basis nicht einnehmen können. Genau, ich fahre den TTP auf die Basis, wenn ich mich schnell besiegen lassen will. Du bist auch ein Lauchkörper. Hey, du willst dich nicht schnell besiegen lassen? Doch, da ich weiß, dass ich verliere, kann ich es auch schnell hinter mich bringen. Du kannst noch gewinnen. Du hättest wenigstens vom Gebäude oder vom Produktionsgebäude runterfahren können. Hey, da habe ich 3 Deckung. Ja, richtig, aber aus der Stadt auch. Oder? Ja, aber der macht Kleinholz aus mir, also von daher. Überlege was anderes. Ich überlege gerade, ob es Sinn ergibt. Nee. Ich habe gerade überlegt, ob es Sinn ergibt, mit Max zu spielen und den Raketenwerfer in der ersten Runde. Weil der Raketenwerfer dort ist echt störend. Ja gut, aber mit Max musst du halt wirklich davon ausgehen, dass du seine Fernkämpfer möglichst schnell ausschaltest, weil er hat dann noch die beiden Artilleries unten. Ja gut, aber die Artillerie, gegen die Artillerie habe ich jetzt, oder da habe ich vor keine Angst, muss ich sagen. Mit Max kannst du natürlich deine Panzer einfach mitten in den Weg stellen, das ist halt... Genau, weil die halt einfach ein bisschen mehr aushalten, die sind ein bisschen bulkier. Halten die auch mehr aus oder machen die nur mehr Schaden? Naja, dadurch, dass sie mehr Schaden machen, halten sie auch mehr aus. Macht der Gegner weniger Schaden, ja. Schnarrt. Könntest du das sein lassen? Tut mir leid, ich bewege mich nur mal ab und an. Nein? Wie wär's denn damit? Tag 4. Hast nicht mal eine Woche überlebt. Ey, du kannst weiterlaufen. Genau, guck mal. Der kann jetzt ein Feld weiterlaufen. Ja gut, er hat jetzt natürlich... Ich wollte gerade sagen, warum machst du so viel Schaden mit der Infanterie-Einheit? Ich wollte Tammy gerade loben, weil es eine Mech-Einheit ist. Erstens ist es eine Mech-Einheit und den hätte ich auf jeden Fall auf
locker 2 runterbringen können, wenn er nicht gerade in seinem Gabelmodus wäre. Übrigens, stirb mal. Oh ja, ich baue jetzt einfach Speer, einfach weil ich es kann. Muss ich jetzt mir eigentlich. Ich muss mir das ja nochmal angucken, was? Weil ich die Musik nicht habe. Ja, natürlich, das ist alles geplant. Genau wie ich Dawn of War alle nochmal schauen durfte. Weil mein Bild einfach nur während der Aufnahme etwas schlecht war. Laggy. Ja. Hey, ich kann nichts dafür, dass mein Internet damals zu Hause noch so gut war. Ah, meins aber auch nicht besser, ne? Stimmt. Zumal das WLAN bei mir noch das ganze Haus musste. Ich habe am letzten Ende vom WLAN gelebt. Das letzte Ende vom WLAN klingt auch wie so ein Titel für einen Arthouse-Film. Ja. Hast du einen Speer gebaut? Ja, ich habe 2 Speer gebaut. Also, hörst du mir nicht zu? Ich schaue dir doch nicht zu, ich ignoriere dich doch. Ach so. Ich bin doch nur hier, weil das Views generiert. Die Views werden nicht bei der Aufnahme generiert, das weißt du schon. Oh. Ja, dann gehe ich wieder. Tschüss. Tschüss. So ein Schnittlauchbrot. Bam, bam, da, da. So, jetzt haben wir die Hälfte des Videos verbraucht. Ist in Ordnung. Brauchst mich nicht lesen lassen. Alles in Ordnung. Ja, das interessiert doch sowieso nicht. Wir haben verloren. Ich weiß sowieso nicht, wie sie gesprochen hat. So, was sollen wir tun, Sonja? Ja. Können wir das mal abbrechen? Dankeschön. Frau Kanwey redet wieder. Jetzt lege ich los. Ja, wir versuchen es mal mit Andy. Na dann mal an die Front. So tue ich mir das an. So, bei Andy hätte sie jetzt bestimmt erklärt, wie Basen funktionieren, so wie ich Andy kenne. Kriegst du den Raketenwerfer down mit dem Kampfpanzer? Warte mal. Natürlich, also wenn ich jetzt den... So auf jeden Fall. Weißt du, so kann ich es doch auch machen. Ohne meinen Raketenwerfer auf die Brücke zu stellen, damit ich nachher die Brücke frei habe. Du könntest den Kampfpanzer direkt auf die Brücke stellen. Mach ich kann dann nur von einer Seite angegriffen werden. Genau, das will ich in der nächsten Runde machen. Ich muss jetzt allerdings erstmal den... Aber er kriegt doch jetzt schon auf Fresse von 2 Kampfpanzern und dem Jagdpanzer. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Das ist richtig. Allerdings haue ich hier jetzt ausnahmsweise gleich mal einen Kampfpanzer. Ich meine, den Raketenwerfer hättest du danach in der nächsten Runde auch mit deinem Raketenwerfer noch fertig machen können. Der hätte ja nicht mehr viel gekonnt. So, warte mal. Was kann hier die Artillerie? Die kann nur bis da. Eliminiere sie trotzdem. Ich eliminiere erstmal den, der ist zu nah dran. Und lass dort den Jagdpanzer einfach stehen. Wieso? Der kann dir doch nichts. Wenn er dann zu seinem Jagdpanzer ankommt, hat er wenig Deckung. Und du wirst geheilt. Also die Artillerie ist gefährlicher, weil sie gegen deine Raketenwerfer vorgehen kann, wenn sie vorrückt. Genau, und dann kann ich aber immer noch angreifen, weil sie kann sich ja nicht bewegen und gleichzeitig angreifen, weißt du? Deswegen. Allerdings überlege ich, den hier zu lassen. Ich meine, brauchst du das Geld jetzt sofort gerade, wenn du deinen Kampfpanzer nicht gerade verlierst? Ja, ich brauche so Geld so viel, wie es geht. Geld braucht man immer in diesem Spiel. Hat er noch einen Raketenwerfer jetzt oder nein? Ich lasse das einfach jetzt dabei. Nee, er hat nur noch die Artillerie. Genau, er hat noch 3 Artillerien. Ich weiß auch nicht. Der greift dich nicht mal an. Ich weiß auch nicht, warum er mich mit dem angreift, aus dem Wald raus. Und nicht zuerst mit dem Kampfpanzer aus dem Wald raus. Um dich zu schwächen und seine Einheiten zu. Okay. Ach, keine Ahnung. Der erste Zug war echt nicht schlau von dir. Du wolltest nur den Raketenwerfer töten. Du, der Raketenwerfer hätte sonst meinen Raketenwerfer angehittet. Der Raketenwerfer hatte noch 3 Punkte und dein Raketenwerfer steht auf dem Gebäude drauf. Das ja, kann lass, egal gewesen sein. Lass mich. So, hier baue ich jetzt noch einen Jagdpanzer, weil mit einem kann er mich jetzt erstmal nicht so schnell kaputt hauen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich ihm seinen Kampfpanzer auch anditsche.
Bams. Vielleicht schaffst du es, ihn dazu zu zwingen, zu einen. Ich glaube, der eint nicht. Nicht? Nee. So, erstmal haben wir aus allen Rohren raus. Und dann... Kannst du nicht zufälligerweise noch Raketenwerfer leisten? Kostet 15.000. Also ich nehme das als Nein. Ja, das ist ein Nein. Sonst hätte ich schon längst noch einen gebaut. Vermutlich wird er seine Gabe jetzt gleich voll haben. Ja, das könnte gut sein. Schade. Der könnte ruhig mal ein Stück weiterlaufen. Allerdings, wenn ich hier die Gebäude einnehme, kann ich dann halt weiterlaufen. So, wie viele Gebäude habe ich denn eigentlich? 1, 2, 3. Kann ich anders gucken. Info. Situation. Achso, das weiß ich schon. Ich wollte eigentlich... Hallo, Fox. Status. 10 Basen, das heißt, ich kriege 10.000 jeden Tag. Genau, steht auch da. Das heißt, wenn du jetzt nichts weiter ausgibst, kannst du in der nächsten Runde noch Raketenwerfer leisten. Oder du holst den Kampfpanzer, um oben das, die Front ein bisschen zu sichern. Genau, wahrscheinlich hole ich mir eher den Kampfpanzer oder zwei Jagdpanzer. Das muss ich gucken, wie ich das mache. Und du könntest vielleicht auch Kampfpanzer noch. Zum Beispiel, er zieht sich ziemlich weit nach oben zu, wenn du das mal so anguckst dir. Genau. Du hast oben kein Gebäude. Er zieht erstmal da nach oben. So, das wollte ich nämlich. Dann geht er mir nämlich nicht auf den Jagdpanzer. Weil wenn er den Jagdpanzer vorgeschwächt hätte mit... That was silly. Au. Nee, das war dumm. Guck mal, er hat einen vollen Kampfpanzer da stehen gehabt. So ungefähr. Die sind dort schon besser geschützt, das ist auch das Schöne. Die nächste Runde haut er deinen Kampfpanzer weg und kann mit dem anderen durchrennen. Das ist vielleicht nicht so gut. Es sei denn, du kannst mit dem Raketenwerfer den einen Kampfpanzer schwächen. So, erstmal machen wir mal ein Super-Tuning raus. So, dann... Da er wahrscheinlich nicht so schlau sein wird, das zu begreifen, werde ich erstmal das tun. Jetzt werden wir gleich sehen, ob er eint oder nicht eint. Der eine oder nicht ein, ist die Frage. Nee, ich muss den hier hinterstellen, weil der hat nur 5. Mit dem kann er gerade noch nichts anfangen, sehr schön. Wir dürfen aber nicht auf die Brücke, dann sind es nämlich der Raketenwerfer. Ah doch, der dürfte es doch trotzdem noch treffen. So, siehst du, ich kann nicht mal, ich kann durch das Reparieren nicht mal einen Kampfpanzer bauen, also baue ich 2 Jagdpanzer. Mhm. Kannst du mit dem Raketenwerfer den ersten Kampfpanzer angreifen? Ja, kann ich. Ist auch eine sehr gute Idee, weil dann kriegt er nämlich meinen Jagdpanzer nicht weg, es sei denn, er greift mit dem an. Greifst du mit deinem Jagdpanzer noch an? 8% Schaden, das wird sich nicht lohnen. Dann nehme ich wahrscheinlich zu viel Verluste. Ja. Dann ja, ich versuch's lieber so zu überstehen. Weil wenn er den jetzt zerstört, dann bin ich dort auf der Seite auf jeden Fall in Schwierigkeiten. Nein, okay. Dann sollte das eigentlich klappen. Du musst dich jetzt erstmal um die Kampfpanzer kümmern, ne? Genau. Du kannst den Fünfer eigentlich jetzt zerstören. So, mal gucken, mit was er auf die Brücke vorrückt. Mit einem Jagdpanzer, natürlich. Ah, die machen trotzdem ganz schön Schaden. Na du, der hat jetzt gerade seine Gabe eingesetzt, was erwartest du? Ja, deine Gabe ist auch noch aktiv. Ja, meine Gabe bringt leider nicht allzu viel Boost. In dem Teil noch nicht. Okay, du hast es überlebt. Gut, jetzt habe ich keine Sorgen mehr. Sicher? Genau. Naja, für den Anfang. So, aber wie das alles weitergeht, Leute, ob wir Kanbei noch besiegen werden. So. Das ist schon wieder soweit. Genau, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss. Tschüss.